Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier sehen Sie richtig, wenn Sie sich fürs langfristige Investieren in Aktien interessieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wie das geht, zeige ich jetzt hier in einem Video, das ernst gemeint ist, aber man nicht zum Nachmachen empfohlen ist. Wir werden jetzt in weniger als 60 Sekunden ein überdurchschnittlich gutes Aktiendepot erstellen. Das heißt, ich werde jetzt mal zeigen, wie man ganz schnell erfolgversprechende Aktien auswählen kann, extrem schnell. Und das Endergebnis, also das Depot, was wir dann haben werden, das wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man dann später mal reinschauen sollte, in 10 Jahren oder mehr, eine höhere Rendite erwirtschaftet haben und besser dastehen als das 0815 Depot eines, nennen wir es einfach mal jetzt, durchschnittlichen Anlegers. Und das Ganze eben in weniger als 60 Sekunden. Muss mal gucken, ob ich das schaffe. Vielleicht werden es auch ein paar Sekunden mehr. Ich habe schon beim Testen gesehen, wenn die Videoaufnahme läuft, dann sind die Ressourcen ein bisschen knapper, dann wird das Ganze etwas langsamer. Aber mal schauen. Das Ziel wäre dann, würde ich sagen, dass wir 10 Einzeltitel auswählen, die ins Depot gehören. 10 Titel, weil eine gewisse Diversifikation sollte ja schon sein. Und wenn das dann fertig ist, nach unter 60 Sekunden, hoffentlich, dann werden wir uns das mal kurz angucken und dann werde ich hier mal Pro und Contra von dem Ganzen geben. Und zum einen sagen, warum ich tatsächlich der Meinung bin, dass die Aktien, dass es um ein hochwertiges Depot handelt. Zum einen, beziehungsweise warum es überdurchschnittlich gut abschneiden wird. Und zum anderen dann aber auch auf kritische Punkte eingehen, warum man dieses Vorgehen nicht auswählen sollte. Aber das Interessante wird natürlich sein, warum es überdurchschnittlich gut ist. Dann würde ich einfach mal sagen, genug geredet, fangen wir mal an hier. Und ich muss natürlich zuerst hier mal filtern auf erfolgversprechende Aktien. Sollten keine ganz kleinen Aktien sein. Dann gehen wir hier mal auf den bilanzierten Gewinn, dass der stabil gewachsen ist. Nehmen mal hier mindestens 10% durchschnittliches Wachstum in den letzten 10 Jahren. Ist halt alles ein bisschen langsamer jetzt durch die Aufnahme, als es bei mir sonst abläuft. Und auch den operativen Cashflow, auch der soll parallel zum bilanzierten Gewinn gewachsen sein, stabil. Auch hier über 10 Jahre. 10% Gewinnwachstum im Mittel. Und das Ganze dann auch nochmal auf 5 Jahre. Oh, wird schon knapp hier. So, und dann sortieren wir hier mal nach dem stabilen Cashflow. Ja, ich sehe schon, das wird nichts mit 60 Sekunden. Ist einfach zu träge jetzt. Und dann wäre jetzt hier die Idee: 1, 2, 3, 4. Hier ist nochmal Google. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich habe es also nicht ganz geschafft. 12 Sekunden weniger. Beim Testen bin ich deutlich unter 60 Sekunden geblieben. Aber gut, das ist halt jetzt nicht der Vorführeffekt, das ist der Aufnahmeeffekt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, wie das Depot jetzt quasi aussieht, was wir da jetzt ausgewählt haben. Und wir sehen jetzt also hier, wenn ich richtig gezählt habe, 10 Aktien. Können wir mal hier filtern. So. Sind also 10 Aktien hier. Das wäre jetzt quasi unser Depot. Und ich behaupte jetzt, dass die Aktien hier Top-Aktien sind und dass, wenn Sie so ein Depot haben und Ihr Nachbar hat jetzt auch ein Depot, und der hatte dann, was haben denn so deutsche Nachbarn drin, falls sie überhaupt in Aktien anlegen, Daimler und so weiter. Und dann werden sie mal, sagen wir auch in 10 Jahren, die beiden Depots vergleichen. Dann wird dieses Depot deutlich besser abschneiden als das vom Nachbar. Und der wird neidisch auf sie schauen und sie fragen, wie sie das gemacht haben. Und dann sagen sie, ich habe das gemacht in 72,49 Sekunden. Ist natürlich ein Witz. So. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Aktien an und zwar hier dann grafisch und ich erkläre jetzt, warum das gute Aktien sind. Gucken wir uns aber erstmal hier Comcast an. Und da sehen wir hier operativen Cashflow, Gewinn pro Aktie und wir sehen hier Wachstum und zwar hier in diesem Fall seit 2004 stabil steigende Gewinne, stabil steigende Umsätze. Hier sind die Umsätze, stabil steigende operative Cashflows. Gehen wir mal weiter. Das hier ist eine Börse. Da kann man Aktienoptionen und so weiter kaufen. Auch hier stabil steigende Gewinne, Cashflows, zahlen auch Dividende. Dann haben wir hier medizinische Ausrüstung.
Auch hier haben wir stabil steigende Gewinne und operative Cashflows langfristig gesehen. Und ich hier mal Google dann quasi und so weiter und so weiter. Haben wir hier noch einen aus Großbritannien, auch hier stabil steigende Gewinne, Dividenden und so weiter. Und wir gehen jetzt hier nicht alle durch, aber wir sehen, dass wir hier Top-Unternehmen vor uns haben, die verstehen, wie man Gewinne produziert und wie Gewinne steigert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie konnte ich eben so schnell diese Unternehmen rauspicken? Und das Ganze ist eben relativ einfach. Und dann müssen wir hier rüber gehen. Und das ist eben der Kern des Aktienfinders selbst, indem wir hier diese Stabilitätskennzahlen haben, einmal auf den Gewinn, einmal auf den operativen Cashflow und auch beispielsweise auf Umsatz und auch auf Dividende. Aber das Wichtige ist ja, dass wir nur dann erfolgreich sein werden mit unseren Aktieninvestments, wenn wir auf Unternehmen setzen, die ihre Gewinne langfristig steigern können. Also die so eine Gewinnentwicklung haben. Und das kriegen sie eben raus durch diese Stabilitätskennzahlen auf den Gewinn und auf operativen Cashflow. Diese Kennzahlen, die werten bis zu 2 Jahrzehnten Gewinnentwicklung aus. Und wenn ein Unternehmen also da gut abschneidet, dann ist es kein Zufallsprodukt, sondern das Unternehmen macht halt definitiv etwas richtig. Und dann hat man auch hohe Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft, wie auch hier prognostiziert, das weiterhin gut laufen wird. Muss natürlich nicht sein. Wir kennen das, dass es für die Zukunft keine absolute Gewissheit gibt. Aber es reicht schon, wenn von diesen 10 Aktien, sagen wir jetzt mal, 1 oder 2 Ausfälle wären, dann würden die anderen 8 Aktien beispielsweise das deutlich überkompensieren. Man kann ja nur 100% verlieren, aber deutlich mehr als 100% gewinnen. Und 100% verlieren hieße, dass so ein Unternehmen pleite geht. Und wir haben jetzt keine kleinen Unternehmen ausgesucht, sondern schon Unternehmen mit mindestens 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Also ist nicht allzu wahrscheinlich, dass solche Unternehmen pleite gehen. Wir sehen jedenfalls, dass wir diese Stabilitätskennzahlen haben und wir sehen hier, dass wir starkes Wachstum haben hier. Da haben wir quasi jetzt hier die Vergangenheit abgefragt, haben hier jetzt auch noch die Schätzungen dann auf die Zukunft, die ab und zu auch mal niedriger sein kann. Aber nichtsdestotrotz insgesamt hier sehr positive Gewinnverläufe. Und diese Kombination aus Stabilität und Wachstum ist das, was ich Correlation Growth Model nenne. Und wenn man sich das mal ein bisschen näher anschauen möchte, da werde ich es verlinken. Hier habe ich einen Artikel dazu geschrieben, wie das Ganze funktioniert und habe mich auch mit anderen Kennzahlen beschäftigt, die normalerweise benutzt werden, um gute Aktien zu finden, die aber meines Erachtens nicht so gut geeignet sind wie die Kennzahlen, die hier benutzt werden. Und ich nenne auch diese Kennzahlen hier, beziehungsweise die Kombinationen auch aus Stabilität und Wachstum. Das sind für mich die primären Kennzahlen. Und dann gibt es noch andere Kennzahlen, beziehungsweise alle anderen Kennzahlen, wie hier Dividendenrendite oder seit wann die Dividende gesteigert wurde und so weiter oder Ausschüttungsquoten. Das nenne ich sekundäre Kennzahlen. Warum? Weil diese primären Kennzahlen, die eben hier die Gewinnentwicklung messen, über einen langfristigen Zeitraum, weil das ist quasi das Fundament, um erfolgversprechende Aktien zu finden für die langfristige Anlage, während alle anderen Kennzahlen, also diese Sekundärkennzahlen, die sind quasi nochmal drumherum. Die kann man nehmen, um beispielsweise seine Strategie zu verfeinern. Das wäre dann hier die Dividendenrendite als Klassiker. Wo haben wir sie? Wir sind hier. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte nur in Dividendenaktien investieren, dann kämen ja die 3 hier beispielsweise nicht in Frage. Und wenn man sagt, ich möchte nur in Dividendenaktien investieren, die eine gewisse Mindestdividendenrendite haben oder die halt hier, gibt es auch nochmal Stabilitätskennzahlen bezogen auf die Dividende, die eine Dividendenpolitik haben, die auf stabil wachsende Dividenden setzt, dann kann man auch diese Sekundärkennzahlen nehmen, eben um die Aktienauswahl zu verfeinern. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht müsste man immer hier quasi das Fundament setzen, um die Aktien bzw. Unternehmen zu finden, die ihre Gewinne stabil steigern können, weil das ist eben das wirklich Essentielle von dem Ganzen. Und das war jetzt quasi das Positive, warum ich meine, dass diese Aktien bzw. dieses Depot dann erfolgversprechend ist, beziehungsweise überdurchschnittlich gut ist, wenn ich es mit meinem Nachbarn vergleichen würde oder wem auch immer. Und jetzt gibt es aber auch natürlich auch negative Dinge hier zu sehen, die möchte ich nicht verschweigen. Und das wird dann auch natürlich der Grund sein, warum man das so nicht machen sollte mit der Aktienauswahl, warum man sich also mehr Zeit lassen sollte als hier 1 Minute und 12 Sekunden.
Zum einen sehen wir hier, wenn wir da mal rübergehen, dass das Ganze stark US-lastig ist. Wir haben zwei Aktien drin außerhalb der USA. Das muss jetzt nicht für jeden ein Problem darstellen, aber wir haben ja beispielsweise schon noch relativ hohes Wechselkursrisiko auf den Dollar bezogen. Ist also definitiv nicht jedermanns Sache. Wir haben hier auch, wenn ich jetzt mal gucken soll, ja, von den Branchen her geht es sogar halbwegs. Ich wollte erst sagen, wir haben relativ viel IT mit vier Unternehmen drin, haben dann aber hier nochmal ein REIT sogar, Restaurant drin, Robot Technologies, Bauausrüstung oder so irgendwas wahrscheinlich. Wir haben Medizin, wir haben hier Börse, also hier kann man Optionen kaufen beispielsweise und dann hier Rundfunk ist. Also schon eine gewisse Diversifikation drin. Andere Geschichte ist natürlich, dass viele Leute sagen werden, ich hatte es schon kurz erwähnt, da bezahlen ja einige Unternehmen keine Dividende. Das ist natürlich auch richtig. Also wir haben hier in dem Zeitraum quasi keine Verfeinerung mehr vornehmen können von der Anlagestrategie. Dafür war das dann definitiv zu kurz. Das sollte man natürlich machen. Und ein weiterer Punkt, der negativ ist, ist, wir haben hier quasi nur nach Qualität ausgesucht. Das ist natürlich definitiv wichtig. Das ist das absolut Wichtigste hier, dass wir solche Unternehmen finden, solche Traumunternehmen finden. Aber der Preis kann auch eine Rolle spielen. Und das heißt, die Bewertung der Aktion, da haben wir natürlich auch nicht drauf geguckt. Das heißt, ist die Aktie jetzt momentan günstig oder teuer bewertet? Das wäre dann eben diese Geschichte hier mit der Bewertung, was man hier unten sieht und auch hier sieht. Das sollte man auch wenigstens einfließen lassen bzw. berücksichtigen. Man kann natürlich dann auch eine Aktie kaufen, wenn sie nicht unterbewertet ist. Ich habe das Ganze auch hier ebenfalls auf alleraktien.de mal erwähnt. Und was man hier in der Grafik einfach sieht, das ist, dass wenn man in Unternehmen setzt, beziehungsweise auf Unternehmen setzt, die ihre Gewinne, Cashflows stetig steigern können, dass dann auch eben der faire Wert mit hochzieht. Das sieht man eben hier, hatte ich mal grafisch hier einfach gezeigt. Wir haben ja hier den Aktienkurs eines Unternehmens, mag 3M gewesen sein, und dann haben wir hier eben für Jahr die Berechnung des fairen Werts und dadurch, dass der Gewinn langfristig einfach steigt, haben wir eben auch immer Fair Values, die auch immer weiter steigen. Das heißt, selbst dann, wenn man theoretisch nicht oder selbst dann, wenn man theoretisch überbewertete Aktien kauft, dann wachsen diese Unternehmen irgendwann bewertungstechnisch in die Bewertung rein, sodass man dann auf lange Sicht trotzdem damit gut fahren sollte, beziehungsweise eine Rendite erwirtschaften sollte. Dann möchte ich jetzt schon das Fazit abgeben. Das Fazit heißt also, lassen Sie sich mehr als hier in diesem Fall 72,5 Sekunden Zeit, wenn Sie Ihr Depot zusammenstellen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite achten Sie aber immer hier auf das Fundament einer gesunden Depotauswahl, nämlich auf das langfristige Gewinnwachstum. Und da würde ich sowohl den operativen Cashflow als auch die bilanzierten Gewinne mit einbeziehen. Wenn die schön parallel laufen, das ist ein Qualitätsmerkmal an sich. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.